Hallo Freunde und willkommen zurück bei Mountain Blade Warband. Hier bin ich wieder und ich habe diesmal gleich zwei freudige Nachrichten, weswegen ich gerade auch sehr gut gelaunt bin. Zum einen, vielleicht hört man es schon, ich habe ein neues Headset, weswegen das Ganze für mich hier alles schon ein bisschen anders klingt momentan. Ich bin bisher recht zufrieden damit. Ich hoffe, das wird für euch noch ein bisschen schöner. Ich bin da noch ein bisschen in Einstellung am Tüfteln, also könnt ihr mir gerne Feedback zu geben. Und zum anderen hat YouTube entschieden, dass ich vertrauenswürdig genug bin, um Videos hochzuladen, die länger sind als 30 Minuten, als 15 Minuten. Also, ihr seht es vielleicht dann schon rechts in der Ecke, das Video hier wird deutlich länger sein. Wahrscheinlich so um die 30 Minuten, weil das ja meine übliche Länge ist. Das heißt auch, in Zukunft wird es, ja, Mountain Blade immer an jedem Wochenende in einem Video geben. Finde ich eigentlich eine sehr gute Sache, weil es bietet sich dafür ja an, wenn das eine Folge ist, dass man das auch alles zusammen gucken kann. Und das geht jetzt halt. Und von, ja. Deswegen bin ich gerade ziemlich gut gelaunt. Gerade das mit dem Headset ist sehr cool, das ist heute angekommen. Und ja, das probiere ich dann mal mit euch jetzt zusammen aus, indem wir hier doch weitermachen. Wenn ihr euch erinnert, wir waren letztes Mal ein bisschen unterwegs. Ich bin jetzt gerade hier mal zu was gekommen, was ich mal wieder mit euch machen wollte, nämlich so ein Sea Raider Landing plündern. Ich habe hier gerade schon gegen ein paar einzelne Seeräuber gekämpft. Und jetzt haben wir der Landebucht platt, bin ich gerade vorbeigekommen, dachte ich, kann man mal machen. Ist ein ganz netter Einstieg. Da kann ich auch wieder auf den Punkt mit der Ausrüstung eingehen. Ich hatte ja letztes Mal gefragt, was nehmt ihr da gerne, was könnt ihr mir empfehlen? Ich habe zwei Arten von Kommentaren bekommen. Entweder einmal Zweihandwaffe-Schild und einen Bogen mitnehmen oder Einhandwaffe-Schild und einen Bogen mitnehmen. Ich habe mich jetzt für ein Einhandwaffe-Schild und Bogen entschieden, weil ich das eigentlich ganz gut finde. Da ich irgendwie es nicht mag, ein Schild zu tragen und dann keine Waffe in der Hand zu haben. Von daher, hier probiere ich das mal so aus. Macht natürlich weniger Schaden als eine Zweihandwaffe. Ist dafür aber halt gerade in Belagerung flexibler. Ja, und ich merke gerade, ich muss meinen Sound hier mal ein bisschen leiser drehen. Ich hoffe, für euch passt die Abstimmung so. Ich habe gerade schon mal getestet gehabt. Da war das ganz okay. Also man hört, wenn hier wirklich gerade Schreie rumkommen, hört man mich teilweise nicht ganz so gut. Aber dafür dürfte die Kratzgeräusche weniger sein. Weil ich den Pegel insgesamt, das ein bisschen besser als weiter runterstellen konnte. Dürft ihr euch also auch entgegenkommen. Das ist insgesamt besser, klingt ja. Zurück zu den Waffen. Ich habe mich jetzt mal entschieden für, ja, hier das Einhandschwert, weil man mit dem Schild halt dann recht gut machen kann. Ich glaube, das kommt mir in Belagerung auch entgegen. Und ja, dann werden wir sehen, wie erfolgreich ich damit sein werde. Außerdem habe ich die Kampfschwierigkeit jetzt mal ein bisschen wieder hochgestellt von am einfachsten mal auf einfach schon mal hoch. Da kriegen wir, also am allereinfachsten ist es so, dass wir nur ein Viertel des Schadens bekommen und Verbündete nur eine Hälfte. Jetzt ist es so, dass wir die Hälfte des Schadens bekommen und Verbündete, glaube ich, drei Viertel. Wenn das ganz gut klappt, werde ich das vielleicht einfach nochmal weiter hochstellen. Mal sehen. Bisher halt, habe ich sonst mal auf dem Allereinfachsten gespielt. Das hat halt trotzdem immer noch Spaß gemacht. Also ist jetzt nicht so, dass es total langweilig wird. Ihr seht ja auch, ich hatte in meinen Belagerungen ja auch immer noch genug zu kämpfen, dass ich das auch auf einfachen Schwierigkeitsgrad noch meine Herausforderung war. Nicht total langweilig wurde. Bogen hier aus. Wir schießen schon eigentlich schon ganz schön gut. Ich weiß zwar gar nicht, wie hoch unsere Fähigkeit ist, aber wir treffen hier schon einiges. Und irgendwo müssten jetzt noch Feinde sein. Die findet man hier teilweise ein bisschen schlecht, ich zumindest. Ach, da hinten. Versuchen wir die auch mal mit dem Bogen. Kostet ja nichts. Schießen ja gerade scheinbar nicht zurück. Oh, da ist einer aufgekommen. So viel zum Thema Bogen. Da muss ich sagen, ist das neue Headset auch sehr cool. Das klingt nämlich für mich jetzt auch ganz anders. Ich habe nämlich jetzt mehr guten Sound auf den Ohren. Und das klingt schon ziemlich cool. Von daher, gute Sache das. So, den hätten wir jetzt immer noch da hinten. Immer noch welche. Ja. Komm hier. So, Veteranenbogenschütze sollte ich eigentlich nicht sterben. Das finde ich echt ganz cool. Der Erfahrung bringt. Ah, toll. Nicht nur bewusstlos, sondern komplett tot. Das heißt, der Mann ist für uns ganz raus aus dem Rennen. Und wir müssen uns jetzt alleine mit den letzten hier rumschlagen. Versuchen wir mit dem bisschen dem Schild zu arbeiten. Autsch. Der hat mich natürlich trotz Schild getroffen. Und versuchen wir ein bisschen zur Seite zu gehen, zu arbeiten. Der was auf die Nase möchte? Nein, sehr gut. Wir haben das Hideout verdroschen. Ich werde hinterher mal wieder ein paar neue... Das schiebt man nach oben, das ist Nahrung. Ich werde hinterher wohl mal wieder ein paar neue
Kuchen und Wein brauchen, weil ich glaube, mir ist kürzlich schon einer gestorben. Dann kann man dann ja vielleicht nochmal ein paar neue Nordkrieger mit einpacken. Mal sehen, bei wie viel wir sind, abgesehen davon, dass welche geupgradet werden können. Und alle meine Helden, das sind ja 5 Leute, könnten wir noch, und wir können Bunduk leveln. Das machen wir doch mal. Zeig doch mal deine Fähigkeiten hier, was kannst du denn so? Jetzt kannst du auf jeden Fall mehr Waffenmeisterschaft. Steigen wir über die mal weiter Armbrust. Bei Ausrüstung mal kurz gucken. Ja, der verwendet mich sonst immer, sehe ich gerade die Lanze. Ich habe mich gerade ein bisschen gewundert, warum der im Polarm so gut ist, aber das macht Sinn. Ja. Haben wir geschafft. Da sind noch ein paar Einzelne, die fliehen. Vielleicht holen wir die noch ein. Ich glaube aber eher nicht. Na, dann lassen wir die mal. Machen uns auf den Weg Richtung hier oben lang. Ich wollte nämlich mal bei unserem Dorf vorbeischauen, euch da ein bisschen was zeigen, wie das da, wie so ein Dorf eigentlich aussieht. Wir haben ja unser Dorf bekommen, aber ich habe euch nie gezeigt, was wir da eigentlich alles so machen können. Von daher dackeln wir da jetzt mal zusammen hin. Dumm, dumm, dumm. Dauert halt ein bisschen. Einmal quer über die Karte. Ansonsten, was kann ich noch erzählen? So viel ist eigentlich gar nicht passiert. Ein bisschen beliebter habe ich mich gemacht, noch nicht viel. Wir haben insgesamt aber mittlerweile ein Level, auf dem ich ganz zufrieden damit bin. Also die Nords mögen uns eigentlich soweit ganz gut, dass wir eigentlich recht gute Chancen haben sollten, eine Burg zu bekommen, wenn wir die selber erobern. Nur beim König wäre ein bisschen mehr Beliebtheit immer noch cooler. Ja, hier hätte man wieder ein Dorf verteilt, das irgendwie zuletzt mit erobert wurde irgendwo. Ist ja nicht so wichtig. Wir können aber dann nochmal mit ihm quatschen, ob er noch was zu verteilen hat, damit wir ein bisschen Beliebtheit bekommen. Ja, und wir sehen hier schon, es gibt gar keine swadischen Burgen und nichts mehr auf der Karte. Das ist schon ziemlich wenig. Und wenn wir uns jetzt mal, wo war das denn, Factions angucken, können wir sehen, sich durch Swadien. Und da sieht man, die Liste hier ist, glaube ich, schon deutlich leer. Das ist unsere Liste. Mit den Städten und mit den Vasallen. Und jetzt, wenn hier Swadien vergleicht, it occupies nowhere. Also die haben einfach mal keinen Besitz. Und ich glaube, die Leute insgesamt sind auch schon ein paar abgewandert. Und, ja, befinden sich mit uns immer noch im Krieg. Aha. Sehr schöner Kommentar. Also, sie befinden sich mit Nords im Krieg, weil Nords haben den Krieg erklärt, um verlorene Königreich-Gebiete zurückzuerobern. Und die Swadien haben das Schlimmste aus dem Kampf erhalten, nämlich, dass sie gar keine Reiche mehr haben, nichts mehr, keinen Besitz mehr. Ist natürlich für uns super, hat aber auch einen Nachteil, nämlich, wo reiten wir hier denn lang? Man, teilweise ist die KI ein bisschen doof, was das angeht. Da reiten wir auf der Karte komische Strecken. Das wollte ich sagen, hat den Nachteil für uns, dass wir keine Burg mehr so direkt erobern können, weil ja, der einzige Feind, den wir haben, der hat keine, die wir erobern können. Und ich will mich jetzt nicht hinstellen und wild plündert in ein anderes Land einfallen, weil dann könnten wir zu Hause auf den Deckel bekommen. Da könnte der König dann einfach sagen, ja, will ich so nicht. Und dann gibt es wieder Unbeliebtheit und das hilft uns dann ja auch nicht. Von daher muss ich da mal ein bisschen entspannt angehen. So, genau das wollte ich. Neue Freiwillige. Können wir mal unsere Liste gleich nach oben schubsen, dann ist unsere Armee bald wieder aufgefüllt. Und einmal in Sargot vorbei, weil da wird ja wahrscheinlich der König irgendwo in der Nähe sein. Macht zumindest Sinn, wenn es da sein Herrschaftssitz ist. Ja, da ist er. Sehr gut. Zur Burg. Auch sehr cool ist, man kann hier einfach durch Feuer laufen oder durchspringen, da passiert einem nichts. Zumindest, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. So, schön uns wieder zu sehen, ja. Gerade ist nichts zu vergeben. Habt ihr vielleicht eine Aufgabe vor uns? Ja, wir sollen dann hier von Praven rumlaufen, weil da ein bisschen Action ist. Das ist aber auch schon alles. Übrigens erst mittlerweile bei 11 Beliebtheit. Also es wird langsam besser. Hilft uns aber halt alles nicht weiter. Ja, und wir können uns auch leider auch nicht mit ihm verbandeln. Es gibt halt die Möglichkeit, sich mit Häusern anzufreunden, indem man dort einheiratet. Funktioniert halt leider in dem Fall nicht, weil der König meinte, ich habe bessere Pläne. So, was mache ich hier? Ich verkaufe die Wurfmesser mal wieder, wenn ich die nicht nutzen werde. Und verkaufe hier ganz viel Kram. Ganz viel Kram, wie ihr seht. Ich habe halt vorher nochmal Truppen, Seeräuber oder zwei verprügelt. Hat sich ein bisschen was angesammelt. Aber Nahrung haben wir noch genug. Ja. Wichtig ist noch, ich will noch in die Taverne. Wir haben nämlich noch reichlich Gefangene dabei. Die können wir jetzt eigentlich mal wieder loswerden. Unten seht ihr, 20 Stück habe ich gerade dabei. Ganz gut Geld, gerade die Seeräuber.
Das ist auch eine der schönen Errungenschaften der Erweiterung im Gegensatz zum Grundspiel. Da war es nämlich so, dass man für jeden immer das gleiche bekommen hat. Was ziemlich kacke war, weil dann hast du den dicksten gegnerischen Krieger verprügelt und die haben genauso viel gebracht wie so ein kleiner Plünderer, den du verdroschen hast. Das war natürlich ein bisschen. Ja, das ist gut, dass sie das geändert haben. Weil halt wirklich quasi der Wert der Einheit auch bestimmt, für wie viel wir sie verkaufen können. Also es natürlich Spaß macht, die besten gegnerischen Einheiten gefangen zu nehmen, weil da kriegt man richtig was von. Wir sehen hier oben das Aldellen, das ist unser kleines Dorf ganz am Rande. Ich bin jetzt vor allen Dingen halt auf dem Weg dahin, um euch das zu zeigen, aber auch weil wir beim letzten Mal dort keinerlei Steuereinnahmen bekommen haben, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat. Wir haben das zwar trotzdem noch verkraftet von der Masse an Geld her, das wir bekommen haben, also noch im Positiven, aber es könnte sein, dass da gerade ein paar, ja, Banditen da sind, was für uns ziemlich cool wäre, weil wenn wir die Banditen dort vertreiben, kriegen wir bei den Bauern richtig Pluspunkte und machen uns da beliebter. Und je beliebter wir sind, umso mehr unser Dorf uns mag, umso mehr Geld haben wir natürlich auch die Möglichkeit daraus zu bekommen. Weil wer mich mag, der bezahlt natürlich mehr als jemand, der mich nicht mag. Macht ja eigentlich schon Sinn. Außerdem können wir auch gleich unsere Rekruten hier upgraden. Wieder Fußsoldaten draus. Ja, ein kleines bisschen laufen wir noch. Wir sind ja fast da. Ist nicht so spannend, was es hier zu sehen gibt. Die Landschaft ist jetzt nicht die schönste, aber wir haben ja gerade so einen Gebirgspass überquert. Kann man halt mal machen, ne? So, dann gucken wir doch mal. Ne, denen geht's scheinbar gut. Jetzt können wir die Möglichkeit sagen, Manage Village. Und da können wir dann bauen. Ja, ich habe schon mal eine Mühle gebaut. Das sorgt dafür, dass es hier reicher wird. Was ist denn ein Männer nochmal? Ah, das ist gleich so ein Wohnsitz, den wir ha da haben, den wir bauen könnten in der ziemlich langen Zeit. Und der würde dafür sorgen, dass wir da halb so viel bezahlen müssen. Sind das nicht so, jetzt auch nicht so der Bringer. Watchtower ist cool. Es erhöht die. Also macht es für Gegner schwieriger, das zu plündern, macht es dauert dafür länger, dass wir es machen. Also könnte man eine Schule machen. Die erhöht die Loyalität jeden Monat. Dauert auch recht lange. Oder einen Messenger-Post. Das dauert jetzt mal, weil es sehr billig ist und am schnellsten geht. Und das sagt einfach, wir kriegen früher Bescheid, wenn das Dorf angegriffen wird. Und das kann halt teilweise ganz nett sein, da Bescheid zu wissen, dann kann man die mit Glück noch retten. Das sagen wir jetzt einfach mal, go on, bau das mal. Außerdem gehe ich mal ins Zentrum. Weil da können wir uns dann mal hinstellen, mal mit dem Ältesten des Dorfes reden. Muss ich mal eben hindackeln, wo er ist. So sieht unser Dorf dann halt aus. Eigentlich ganz hübsch. So ein kleines Gebirgsdorf, so am Rand des Gebirges hier. Jetzt muss ich nur noch den Dorfältesten finden. Und wahrscheinlich irgendwo hier rumstehen, ja. Der gute Mann hier. Ja, was könnten wir für ihn, könnte er für uns machen? Ja, wir könnten Leute anwerben, wir könnten hier Feuer machen. Das kann man machen, um Adlige aus anderen Festungen zu befreien. Das geht aber mittlerweile, habe ich festgestellt, nicht mehr bei unserer eigenen Fraktion. Das heißt, es hilft uns nichts. Wir gucken, ob hier Feinde waren. Nö, hier war ja nichts los. Und wir können nach Aufgaben fragen. Und zwar ist das Problem, dass hier Banditen waren, die denen das Essen geklaut haben. Ah, genau, sehr schön. Das ist eine meiner Lieblingsaufgaben, die eingeführt wurde. Weil wir so viel Angst vor Banditen haben, sollen wir ihnen helfen und sie deswegen ein bisschen im Kampf ausbilden. Und deswegen bringen wir ihnen jetzt bei, dass sie ein bisschen was im Kampf lernen. Und zwar sagt es, 5 Peasants, also 5 kleine Bauern in 20 Tagen trainieren. Und jetzt steht hier dort nämlich Train the Peasants. Das ist eigentlich ganz cool. Derjenige mit dem höchsten Trainingsskill hilft uns dabei. Das ist scheinbar Chimera dieses Mal. Haben wir wahrscheinlich noch ein paar mehr auf dem Level, aber einer davon wird ausgesetzt und sagt, wir brauchen 7 Stunden, um die zu trainieren. Machen wir doch mal. Das dauert zum Glück ja nicht lange. Wir sehen, es ist morgen, es ist Mittag, Nachmittag und schon ist es fertig. Und weil wir so gut im Training sind, haben wir gleich 3 gut genug trainiert, dass sie vielleicht was machen könnten. Also, wenn ich das sonst gerade habe, so 1 bis 2. 3 ist schon cool.
Das heißt, die haben schon was gelernt. Der Punkt ist aber, um den finalen Schliff zu geben, müssen wir ihn jetzt einmal auf die Fresse hauen. Also wirklich. Wir müssen die halt selbst verprügeln. Und da ist es natürlich doof, wenn es drei auf einmal sind, weil je mehr es sind, umso mehr gehen halt auf einmal auf einen los. Also 10 Leute auf einmal ausbildet, hat man direkt 10 Gegner vor sich, die man nur K.O. hauen darf. Aber finde ich eine sehr coole Quest. Haben halt gelernt, wie sie sich besser verteidigen können. Und jetzt haben wir halt schon mal die ersten drei durchtrainiert gehabt. Und können wir gleich sagen, machen wir mal weiter. Was hatte ich gesagt? 6 oder 7? 5 oder 7? Ich weiß es gerade schon nicht mehr. Doch, 5 war es. Auf jeden Fall haben wir noch 2 trainiert. Dürfen auch den mal eben wieder auf die Nase hauen. Komm, Spiel, da ein bisschen schneller. Jo, läuft. Ja, dem haben wir auch auf die Nase gegeben. Der ist K.O. So, und jetzt haben wir alle austrainiert und sehen natürlich passend dazu, dass am Horizont schon die Banditen, die auftauchen, und bereiten uns machen uns bereit für den Kampf. Und haben jetzt halt einen üblichen Gegenbanditenkampf. Mit Banditen auf Pferd. Also es sind wahrscheinlich Mountain Bandits, die hier angreifen. Ich glaube, das sind die einzigen, die auf Pferden sind, außer den Füßen und Tundra-Banditen, aber die hier in der Gegend sind, das ist die einzigen. Und steigen uns einfach mal todesmütig wieder rein. Bandits und okay, aber auf jeden Fall welche auf Pferden. Wo unsere Leute jetzt da hinten schon eigentlich zugange sind. Die Bauern kämpfen jetzt halt mit. Hoffen wir mal, dass nicht so viele getötet werden. Kann es aber im Endeffekt auch recht egal sein. Weil ich glaube, das wirkt sich auf das Dorf nicht aus, wie viele hier sterben oder nicht. Außerdem gehen bisher auch nur meine eigenen Helden bewusstlos und ein passendes Gestalt sein Bauer. Das ist ja noch bescheiden wenig. Hey Leute, jetzt stimme ich mal ein bisschen vor. Holt euch die doch, das sind doch nur Banditen. Das sollte doch so eine kampftrainierte Gruppe ohne Probleme hinbekommen. Wenn die Bauern alle der Reihe nach bewusstlos werden, oh naja, das hab ich. Bewusstlos heißt, sie sind nach dem Kampf ohne Probleme wieder fit, ist also alles kein Problem. Ja, sie jubeln, wir waren siegreich. Sehr schön. 3 Verwundete bei uns, 13 verwundete Verbündete und ein Toter, okay, und reichlich verhauene Gegner. Ja, und jetzt sagen sie uns nämlich, als Dankeschön wollen sie uns wieder Geld geben, oder Waren. Und hier sage ich natürlich, dass sie das behalten sollen, wenn sie es mehr brauchen, weil es ist ja unser Dorf. Und wenn das reicher wird, hilft uns das natürlich. Deswegen sind wir es behalten und die Quest abgeschlossen, eine Beliebtheit von 10 bekommen. Also so recht cool. Da kann man reingehen und nochmal fragen, ob man vielleicht gleich noch eine Quest hat. Aber die war auf jeden Fall schon gut für uns. Hat sich gelohnt. Ihr seht also, man kann nicht nur bei Lords und Ladies, beziehungsweise Fallenlords, Quests bekommen, sondern halt auch hier in Dörfern. Diese Quests kann man nicht nur im eigenen Dorf bekommen, sondern in jedem Dorf, in dem man mit dem Dorfältesten redet. Und das kommt einem natürlich gegen, wenn die Bevölkerung einen mag, gibt es meistens mehr freiwillige Rekruten, die sich einem anschließen. Ja, jetzt hat er natürlich nichts für uns zu tun. Wir können mal nach Supply gucken, ob die etwas billig verkaufen können. Ja, das kostet ja nicht viel und es kommt ihnen, denke ich, mal entgegen. Machen wir das mal und reisen dann wieder weiter. Ja, das war, wie ihr schon mal kennenlernt, unser Dorf. Ich werde jetzt mal weiter hier langsam Richtung unerforschte Gebiete, also nicht unerforschte Gebiete, die nicht uns gehören, sagen wir so. Dafür gibt es mal einen kurzen Cut, bis ich da bin und dann sehen wir uns gleich wieder. So Freunde, da bin ich wieder. Ich bin hier nach Dirim geritten. Schön in die Hütte des Reiches, das gehört uns ja nicht. Und habe hier gerade etwas sehr Schönes gesehen, nämlich, wenn man es hier unten sieht, in der Zeile Gefangene, in Dirim sind 3 Bujars gefangen. Also 3 Lords der Weigier. Das klingt doch nach einer guten Möglichkeit, einfach mal wieder ein bisschen Beliebtheit zu sammeln, ne? Deswegen gehen wir hier mal rein und versuchen wir mal, die zu befreien. Gibt ja gut Punkte, ne?
So, reiten wir hier mal rein in die Stadt. Ich habe gerade noch mal kurz zwischengespeichert, während ich habe dafür kurz die Aufnahme pausiert. Das Ganze hier ist natürlich jetzt ein bisschen riskant, weil das kann halt gerne mal passieren, dass man dabei stirbt. Aber ich erhoffe mir damit, die drei da rauszukommen und dadurch einen guten Tacken Beliebtheit sammeln zu können. Wichtig ist, dass ich dran denke, das Schild einzupacken. Ja, ich will den Redner. Und bringe ihn da wieder dazu, uns anzugreifen. Ist natürlich, also das Schild ist hier schon praktisch, wenn ich es dann jetzt mal schaffe, irgendwie hier auch mal zu treffen. Nachteil ist halt, es darf nicht passieren, dass einer hinter mir und einer vor mir steht, weil dann werde ich ziemlich verdroschen. Ich habe hier jetzt schon wieder gut Schaden bekommen, was natürlich nicht so cool ist. So. Wo haben wir sie denn? Dum, 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 dum. Eigentlich müssten hier irgendwo drei Leute dran stehen. Ich weiß nur nicht wo. Aber irgendwo hier sicher. Ja, da haben wir doch schon mal was. Ja, ich bin hier gekommen, dich rauszuholen. Ja, ich sag denen, obwohl ich selber so verletzt bin, haltet euch aus dem Kampf raus. Weil, das geht halt gerne mal schief. Wenn die mitkommen, dass sie dann selber sterben. Und das ist natürlich für uns ziemlich kacke. Weil tot helfen die uns halt nicht mehr. Beziehungsweise bringen uns halt nichts. Damit muss ich dann nochmal rein. Wo ich gerne darauf verzichten will. So, jetzt lad hier ein bisschen schneller. Hier direkt ist keiner Wache. Da ist aber schon mal jemand, den ich sehe. Ja, ich hätte gerne versucht, dem vorher zu beschießen. Vor allem, weil da hinten auch jemand mit einem Bogen steht. Ja, genau. Ups. Leg du mal deinen Bogen weg, nimm dein Schwert, das ist schon gut. So, die hätten wir. Ich lebe sogar noch, das ist ganz gut. Müssten aber auf jeden Fall noch mehr kommen. Wovon weiter vorne? Ja, da hinten sieht man sie schon. Mit dem Bogen. Ah, den habe ich sogar getroffen. Nochmal jemanden getroffen. Ich mache halt leider mit diesem Bogen keinen Schaden. Auf fast keiner muss ich mal nach einem besseren gucken. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Und netterweise kann ich die Leute hier mit der Ecke austricksen. Denn wenn ich mich hinter die Ecke stelle, können sie nicht von da hinten auf mich schießen. Und wenn sie jetzt kommen, warte ich einfach hinter der Ecke. Bis die um die Ecke kommen. Dauert zwar ein bisschen, aber sollte funktionieren. Oder ich schieße ab und zu mal. Treffen, dann müsste doch gleich mal einer zu Boden gehen. Ja, am besten ohne, dass ich getroffen werde. Den haben wir. Jetzt kann ich ja natürlich also das Ganze ein bisschen ziehen und mal schön meine Pfeile verballern. Hat natürlich den Nachteil, dass die mich mit unter Umständen auch treffen können. Aber bisher klappt es wohl. Einer weniger, sehr schön. Schreck, ich kriege jedes Mal fast einen Herzstillstand. Aber jetzt haben wir ihn soweit, dass wir hier näher rangehen können. Und ihn erwischt haben. Ja. Er ist uns dankbar, dass wir ihn befreit haben. Und es gibt dafür, kriegen 7 Punkte Beliebtheit und bei Valkyr selbst welche. Bei ihm kriegen wir auch Punkte. Von minus 2 auf 5 ist ja auch gut. Und bei ihm
auch von 0 bis 7 hoch, also für ein Semester. Und bei Weigi insgesamt 6 Punkte hat sich jetzt auf jeden Fall gelohnt. Schnell nochmal speichern. Sicher ist sicher. Und kann jetzt natürlich gleich wieder hier reingehen und mir Nahrungsvorräte auffrischen. Zum Beispiel mit billigem Brot. Und könnte jetzt hier auch erstmal warten. Was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt, ein bisschen Zeit hätte ich noch. Ich kann noch mal einen kurzen Überblick geben, wie es jetzt hier mittlerweile aussieht. Ich habe mich gerade selbst mal festgestellt. Ist eigentlich ganz cool. Die Rodoks, die eigentlich hier anfangen mit nur mit, auch nur mit drei, ich mit vier, drei, mit noch, auch nur mit drei Städten, haben sich mittlerweile Uxal und Dalmar geholt, während der Posten hier mit Dirim und zwei Festungen, nämlich dem hier und dem hier, an die Saraniden hier hinten gefallen ist. Die Weige haben sich hier eine geholt, haben sonst auch nicht viel, nicht die Weige, die Kergits haben sich hier eine geholt. Oh, hier hinten haben die Saraniden auch noch eine. Also Weigir und Kergits haben beide nicht so viel zu melden. Rodoks und Saraniden sind beide recht groß. Und wir selbst sind natürlich auch mit den Nords, die hier richtig viel sich abgegriffen haben. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich das politisch weiterentwickelt. Ich werde jetzt etwas machen, um mal dafür zu sorgen, dass das Ganze, ob das ein bisschen was passiert. Denke ich, werde ich einen kleinen Trick benutzen. Wir können nämlich hier sagen, hier warte hier eine Nacht für 21 Denaris. Ich zeige euch das einfach schon mal, dann vergeht jetzt halt einfach Zeit. Und ich denke, ich werde jetzt einfach mal ein paar Tage hier so warten. Zum einen, weil in dieser Zeit gewinnen wir mehr Geld durch unsere Steuereinnahmen. Und zum anderen passiert dann einfach mal ein bisschen was. Und wir kriegen nebenbei noch Erfahrung. Und ich hoffe, dass politisch irgendwann auch noch was Interessantes passiert. Und ja, das war's in der heutigen Folge. Und nächste Woche sehen wir uns dann wieder, wenn hier ein bisschen was passiert ist. Also bis dann, Leute, und macht's gut.